So, lasst die Leute einmal vorbei. Dankeschön. Danke. Ich würde gerne anfangen. So, Freunde, Dankeschön fürs Einschalten. Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen. Wann drehst du mal wieder Shopping Queen? Es ist soweit, ich weiß. Es ist Zeit, ihr könnt schon auf den Thumbnail sehen. Ja, Legenden sind wieder da. Also, wir sind jetzt hier in Frankfurt beim Hessen Center. Ja, ich drehe am liebsten hier Shopping Queen, wenn ihr bessere Ideen habt, was wir nehmen können. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben gar kein Motto für heute. Bevor die Sonne untergeht, ne, heißt das alles oder nichts. Gangster Rapper. Für die Kamera wird es scheiße sein. Ich habe zwar ein LED-Licht dabei, was aber nicht mehr so viel Akku hat. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange rum. Ihr wisst ja, wie es abläuft. Dann erwarten wir schon mal die erste. I need to know everything. Who in the what in the where? I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Was machst du da? Komm doch neben mich. Du musst neben mich kommen. So, Ladies and Gentlemen, Nadia Offenbach. Was geht ab, Leute? Stell dich mal trotzdem für die Leute vor, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin die, die sagt, du siehst und redest aus wie ein Chichi. Du siehst und redest aus wie ein Chichi. Ja, so. Ich hab gehört, du fängst ja jetzt an zu rappen. Ja. Ich habe ja schon vorher gerappt. Ich habe schon 2019 Videos rausgehauen in Instagram und so, dies, das. Und ja, jetzt bald kommt so ein Song online, ne? Wie fühlst du dich heute? Sehr gut. Du feierst das Format? Ja. Shopping Queen? Ja. Meinst du, du bist auch eine Queen? Nee. Ich Warum? Bin King. Was bist du? King. Burger King, ja. Du weißt ja, wer heute deine Gegnerin ist? Ja. Hat man lange nicht mehr gesehen? Ja. Dann würde ich mal sagen, rufen wir sie her? Ja. Okay, Ladies and Gentlemen, bitteschön, Sanchez Huda. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, I'm five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for... Also, Ladies and Gentlemen, dann habe ich einmal zu meiner Rechten die... Sanchez Huda. Huda, wie geht's? Gut, und dir? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin wieder back. Lange nicht mehr gefilmt. Ja, Mann. Ich bin wieder back. Ey, du bist größer geworden. Größer, meinst du? Wallah, die ist größer geworden. Normalerweise warst du viel kleiner wie ich. Ja, man wächst halt. Ja, jetzt sagen die Leute, es gibt keinen, der kleiner ist wie du. Doch, Anna hinter der Kamera. Erzähl mal, was hat sich so ergeben? Was geht ab? Ergeben? Was meinst du mit ergeben? Ja, ne, was hat sich geändert so für dich? Was gibt's Neues? Wie läuft das Leben und so? Gut, was soll ich erzählen, Alter? Was soll ich sagen, Leute? Es läuft alles gut, alles unter Kontrolle. Alles tippitoppi? Ewa. Hast du es vermisst vor der Kamera? Ja, normal, Alter. Also Mädels, ihr wisst Bescheid. Heute geht's um Shopping Queen. Ihr wisst ja beide, um was es geht. Ja, genau. Okay, also ihr habt ein Budget bis 100 Euro. Motto habe ich selbst nicht. Wollt ihr heute mal selbst entscheiden, was es für ein Motto sein sollte? Motto? Ja, was können wir nehmen heute? Ein Remix einfach. Wollen wir Remix machen? Wir machen Remix einfach. Motto Remix. Ja. Okay, also die Mädels haben ein Budget bis 100 Euro. Wir machen auch heute jetzt eine Abstimmung auf Instagram. Wer von den beiden das rasiert hat heute, kommt und macht die Abstimmung. Huda oder Nadia? Okay? Ewa. Wir legen los. Ihr kommt mit. Also Mädels, ich empfehle es euch auf jeden Fall. Es ist richtig praktisch, sehr schön, sehr bedeckend. Baba Jeans, Baba Obanis, passt auf jeden Fall, gefällt mir. Ein Schwarz würde sogar besser aussehen, ich glaube, ich nehm's. Aber ich brauche es ein bisschen länger, ich weiß nicht, ob ich das holen soll oder das hier. Aber an sich sind gut, beide gut aus, so. Keine Ahnung. Mäßig Oma-Style, aber wenn man gut kombinieren kann und stylen kann, ist gut aus. Yalla. Ich möchte. Was bedeutet Remix für dich? Remix, alles. Klassisch, nuttig. Halal, alles. Deswegen so. Wir suchen uns aber zusammen was Schönes aus. Komm mal da, das sind auch so Baba-Sachen. Boah, Fatih, die wird die so stehen, Alter. Mir? Die wird die brutal stehen, Alter. Also, passt nicht, aber gut. Zu ausgelutscht. Jede zweite hat das. Keine Ahnung. Guck mal, ich hab Klamotten von H&M seit ich 12 bin oder so. Ich hab immer hier eingekauft. Erst wo ich mein richtiges Geld gemacht habe, Leute, ich habe mir ein bisschen da und da gegönnt. Ihr solltet euch nicht schämen, solche Klamotten anzuziehen. Jeder so. Man muss ja nicht immer fresh angezogen sein, meiner Meinung nach. Oder mit teuren Sachen. Wie ziehst du dich am liebsten an? Mit das, was mich befindet in meinem Schrank. Ich ziehe einfach das, was mich befindet. Aber so, das ist mein Style eigentlich. Feuer deine Hosen. Korrekt. Ich deine auch. Ey, ich glaube, ich suche mir einfach eine Jogginghose oder so. Ja, so. Also Leute, ich habe hier schon ein paar Sachen gefunden, wie man sieht. Ich brauche gar nichts mehr dazu sagen. Also ich finde es genau so geil, wie es aussieht. Ich guck mal gleich, wie das aussieht, auf jeden Fall. Ne? Ich habe noch eine coole Jacke gefunden. Was aber heißt Remix für dich? Remix ist einfach alles mal so anprobieren, gucken. David Guetta, was ist denn das für eine Größe? Ey Leute,
Also was ist denn das? S, gell? Ja, Mann, Digga. Ich guck jetzt einfach, ich probier. Ich hab hier viel zu viel. Guck mal, das sieht voll geil aus. Stell dir mal vor, ich hab das an. Nein. Ja, also so, ich bin fast fertig. Ich guck jetzt noch mal hier ein bisschen. Jetzt gucken wir mal hier noch so was gibt's. Vielleicht eine graue Jogginghose? Nee. Was? Ich habe bis jetzt nichts gefunden. Mäßig so, kann man so sagen. Guck mal, ich habe das hier gefunden. Kann man auch mit etwas Krasses kombinieren. Ich finde, Schlangen ist das Schönste. Jetzt nichts gegen Fette. Meine Mutter ist selber fett. Zu groß. 34. Wir nehmen 34 und 38, falls der Fälle. So, Ladies and Gentlemen, die Mädels haben sich jetzt für ihre Klamotten entschieden. Sie sind jetzt in der Kabine und wir erwarten jetzt eine nach dem anderen. Kommen sie hier raus wie Heidi Klum und zeigen uns ihre beste Pose und so. Wisst ihr, wie ich meine? So, Ladies and Gentlemen, Nadja Offenbach. I can never die, got a lit spirit. So, mit Jacke. So, Leute, guck mal, das ist mein Outfit. Wie gefällt euch das? Steht mir, gell? Ja, gell? Ja, so. Sieht doch Baba aus, oder? So, nächstes Outfit, so. Bruder? Ey, warte schon, meine Mutter, die Hose ist so hässlich. Die Hose sieht so scheiße aus, Leute, ihr wisst gar nicht alle. Ich suche mir jetzt was anderes. Auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Ich hab noch so ein blaues. Aber ich glaube, das ist einfach zu locker. Das passt nicht, gell? Guck mal. I can never die, got a lit spirit. Billy on my mind, 99 digits. Cheated one easy, now we no limit. Sieht eigentlich schön aus, gell? Die Hose ist sogar bequem, Leute. Kauft euch bei H&M. Gefällt mir nicht, ich schwöre, sag euch so. Gefällt mir gar nicht. Die ist zu locker. Das gefällt mir nicht, das andere gefällt mir auch nicht und die andere Hose macht mir eine scheiße Figur. Gefällt mir gar nicht, Leute. Und die Hose? Die Hose ist das Einzige, was mir gefällt. Ich brauche was anderes. Die ist so locker, ich müsste jetzt hier so einen Trick 17 machen, Leute. Keine Ahnung, ich muss kurz rüber gehen. Soll ich einen Pullover holen oder soll ich irgendwas baufrei, gell? Ja. Muss. Guck mal, ich hab das geholt mit Fell, Leute, aber man sieht alles, Leute, auf jeden Fall. Und selbst mit BH wird es gar nicht kommen, weil sowas trägt man ohne BH. Gut. Ja, ich zieh einfach irgendwas an. Entschuldigung, ja, bitte, ja? Und wo sind die kurze Streckjacken? So, Ladies and Gentlemen, leider ist es jetzt wieder dunkel geworden. Es ist nicht mehr wie im Sommer, dass wir abdrehen können, dass es hell ist. Wir haben jetzt genau wie viel Uhr? 20 Uhr und es wird schon dunkel. Schade, schade, Schokolade. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir schnacken nicht lange rum. Die Mädels haben sich, wie gesagt, für ihr Outfit jetzt entschieden. Und jetzt freuen wir uns auf die erste Kandidatin. Ich würde mal sagen, wir rufen Nadja als erstes. Also, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Nadjas Outfit, Ladies and Gentlemen. Du siehst und redest aus wie ein Kriecher. In Gangsters, hier ist Luciano Loco. Pop, pop, pop. Ja, aber die Jacke, die ist zu dick, deswegen ich fühle mich wie Luciano. Du siehst aus wie Ali. Ich sehe aus wie du in Welt. Hakan, Türsteher. Türsteher. Sag mal, du kommst nicht rein. Wie? Ich komm glücklich rein. 2G. Nein, du bist Türsteher. So. Du bist jetzt Türsteher, okay? Ja. Ewa, also ich wollte sagen, zeig mir erstmal deinen Ausweis, kleiner Mann. Ich sehe doch, es gefällt, Land. Ladies and Gentlemen, das ist Nadjas Outfit. Nadja, erzähl mal, hast du dich für dieses Outfit entschieden? Ja, Mann, ich finde, das sieht schön aus. So. Ich bin auch ehrlich, ich habe ja Huda Yes jetzt auch gesehen. So, ich finde eigentlich beide sehr schön, weil es sind halt zwei Unterschiede. Weil es ist weiß und schwarz fast dasselbe. Du bist ja deine Gegnerin. Ja. Du kämpfst ja heute gegen sie. Also, du gibst so auf, sagst du, wir sind beide schön, du sagst nicht, ich rasiere. Natürlich will ich rasieren, natürlich, aber ich finde beide schön. Was hat dein Outfit gekostet? 100 Euro genau, glaube ich, oder? Oder 99? Ich glaube, 99. Also 20, Oberteil 20 und Jacke 49, glaube ich. Wo würdest du so hingehen? Weil heute war ja Motto, hat ja Huda gesagt, Remix. Ich würde genauso in Dippe gehen und ich würde da so auftauchen, ja, safe. Würdest du dich auch so abschleppen lassen von einem Ali? Nee. Im AMG? Nee. Ich bin sowieso nicht so. Ich lass mich nicht abschleppen. Ich lass mich mal für 1000 Euro abschleppen. Niemals. Sei ehrlich, hast du dich mal abschleppen lassen?
Nee. Noch nie, egal wo ich feiern war, ich hatte noch nie jemanden mitgenommen oder mich mitnehmen lassen. Ich schwöre auf alles. Was war das Krasseste, wo dich mal ein Typ angemacht hat? Auf Instagram. Wie hat er dich angemacht? Warte hier, das muss ich sogar vorlesen. Ich fand das so lustig. Ich bin echt schlecht im Flirten, reicht dir ein Hey mit einem Küken? Und der hat mir so Hey mit so einem Küken geschickt. Ich fand das voll lustig. Und dann hat mir auch noch jemand was geschrieben. Warte mal hier. Warte, das habe ich auch gescreenshottet. Warte. Wo ist denn das jetzt? Warte. Komm, lass es. Nein, ich suche was. Lass es. Also, Ladies and Gentlemen, das war Nadias Outfit. Wie gesagt, wenn ihr für Nadia voten wollt, dann kommt jetzt auf Instagram, weil jetzt startet die Umfragerunde. Genau, wer besser von den beiden ist. Dankeschön, dass du dabei warst und tschüss. Bitteschön, ciao. Ladies and Gentlemen, bitteschön, begrüßt mit mir einmal Sanchez Nuevo. So, Ladies and Gentlemen, wir haben leider, mein LED-Licht ist abgekackt. So, Freunde, ich habe rechts einmal neben mir die Huda. Huda, dein Outfit heute? Gefällt mir, Leute. Gefällt mir auch, sieht gut aus. Was hast du dafür ausgegeben? Ding, die Hose hat 30 oder 20 Euro gekostet, die Jacke glaube ich auch 30er. Der Oberteil hat 15 Euro gekostet. Okay, Huda, wo würdest du so hingehen? Ich würde in der Stadt gehen, ich würde was essen gehen, so. Ich würde einfach einen ganz normalen Alltag verbringen. Würdest du dich von einem Mehmet mit einem AMG abschleppen lassen in so einem Outfit? Ja, warum nicht? Auch mit Jogginghose und dort ungeschminkt, was dann? Voilà. Wenn ich die Person kenne und gut mit der Person bin, warum nicht? Okay. Ihr wisst ja, ich habe damals Huda gefragt, was ihr Typ ist. Und sie ist ja dadurch sehr bekannt geworden, dass sie gesagt hat, Babalocken, seid denn auf Null. Was hat sich dieser Typ verändert für dich? Nein, natürlich nicht. Immer noch gleich? Ich stehe auf meine Landsmänner, das ist ja auch klar. Ich stehe auf Marokkaner. Okay, jetzt sei mal ehrlich, Nadja ist ja draußen. Wir haben ja mit Nadja das Video abgedreht und die Leute befragt, was sie dazu sagen, dass sie jetzt rappt oder vorhat zu rappen. Und wir haben die Leute gefragt, go oder no. Und was ist so deine Meinung zu ihrem Rap? Guck mal, ehrliche Meinung. Ehrliche Meinung, die soll ihre Ding machen. Vielleicht belachen sie jetzt aus und gehen wir davon aus, 5 Jahren, die steht ganz oben. Wer weiß so. Man sollte Menschen nicht unterschätzen. Ich drücke ihr die Daumen. So, mehr kann ich nicht sagen. Baba, ich hab gerade Huda gefragt, was sie zu deinem Rap-Ding sagt. Und sie hat gesagt, dass sie dir alles Gute wünscht und vielleicht lachen dich gerade Leute aus. Und wenn das klappt, wenn du es durchziehst, auf einmal stehst du ganz oben. Ich küsse ihr Herz, dankeschön. Also jetzt wollen ich und Huda nochmal dein Dings hören. Pack den Stoff ein, brech deine Nase, mach dich ab mit deinem billigen Hase. Komm vorbei, mein Zuhause, die Straße, und ihr wollt wie ich sein. Fick dein Hochdeutsch, weil ich komm aus Frankfurt. Mach kein Auge alle, reicht doch als Antwort. Bei euch wird Nase betäubt, bei uns ficken wir hin, bis der Nächste sich freut. Spau, spau. So, Baba, die kann, die fühlt, ja, das ist das Wichtigste. So. Mädels, freut mich, dass ihr da wart, dass ihr mitgemacht habt. Würdet ihr das Format weiterempfehlen? Also ich muss wirklich sagen, durch Shopping Queen, mein Style hat sich sehr, sehr verbessert. Durch Shopping Queen kann ich besser reden, leben, essen, schlafen. Ihr könnt euch jede Zeit bei Pumping Abi bewerten, damit ihr so krass angezogen werden. Ja, angezogen sein wird, keine Ahnung. Mein Deutsch ist auch katastrophal, Leute. Und du, was sagst du? Empfiehlst du es auch weiter? Ja. Und guck mal, wie ich aussehe, wie ich davor aussehe. Okay, nee, davor sah ich auch gut aus, aber ja, Glow-Up hab ich auf jeden Fall bekommen, ne? So, ansonsten, wie gesagt, Leute, wir freuen uns auf die nächsten Mädels und ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr könnt auch die beiden Mädels anschreiben und euch natürlich bewerben. Ihr könnt auch hinter der Kamera Anna anschreiben. Sie kümmert sich auch zurzeit um sehr viele Sachen, ist auch oft hinter der, vor der Kamera. Ja, also wie gesagt, wir nehmen bald ihren Song auf. Und halten euch am Laufenden. Danke fürs Einschalten und Ausschalten. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke. Kommt auf Instagram, folgt uns, damit ihr im aktuellsten Stand seid. Hast du noch was zu sagen als Letztes? Nein, Alter. Folgt zurück. Nee, ich folge. Doch. Nee, warte. Nee, cut. Mach das raus, okay? Ist okay. Cut. Clapped in 10,000 hours, peaking.